Hallo euch allen, das sind wir bei Madden NFL 19. Wir sind im vierten Solo-Battle der Woche. Es geht gegen die Los Angeles Rams. Und wir wissen ja, die vierten Spiele, die sind immer knallig. Also los geht's. Der Return. Sanders nimmt den Ball auf in der eigenen Endzone. Ui, sind die schnell. Ach du heilige Mutter. Wir kriegen hier Spaß. Man hat gerade schon gesehen, wie schnell die Rams an meinen deckenden Special-Teamern vorbeigezogen sind. Und das ist nicht gut. Ich stelle mal den Ballcarrier nicht auf Aggressive. Oh, weia. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Laufspiel durch die Mitte. Inside Zone. Also gegen so einen starken und schnellen Gegner erstmal sehen, dass wir hoffentlich das Laufspiel etabliert bekommen. Elliott über die Mitte. 2 Yards Raumgewinn. Zweiter Versuch und 8. Wir nehmen den Pass, den Dig and Go. Ich schaue mal links außen auf Terrell Owens, aber wir attackieren eigentlich die Mitte mit Jarwin und mit Zeke Elliott. Wir gehen auf Zeke Elliott, der hat das First Down. Ball festhalten. First Down Cowboys an der 41-Yard-Linie. Schöner Pass, schöner Catch und vor allen Dingen den Ball festgehalten, denn die tackle hart, das hat man gerade schon gehört. Erster und 10. Laufspiel Elliott durch die Mitte. Der war gut. Der war sehr gut. Zweiter Versuch. Also 5 Yards Raumgewinn. Wenn mir die in jedem Spielzug gelingen, bin ich der glücklichste Mensch der Welt. So, wir bleiben beim Lauf durch die Mitte. Jetzt gehen wir über die linke Seite einmal an. Elliott wieder als Running Back. Oh, da geht er über die Außen. Ist immer noch auf den Beinen. Und kommt bis an die 49-Yard-Linie. Aber dritter Versuch und 2, den wir jetzt haben. Ich nehme einen Halfback-Toss. Heißt, wir laufen parallel zur Line of Scrimmage. Und ziehen dann nach innen. Eddie George ist als Vorblocker mit dabei. Los geht's. First down für die Cowboys. Zeke Elliott hat die Lücke. Ball ist an der 42-Yard-Linie der Rams. First down, Cowboys. Wir kriegen den Ball bewegt. Ganz ehrlich, da bin ich schon verdammt froh drüber. So, neuer erster Versuch und 10. Ball an der 42-Yard-Linie. Zeke Elliott durch die Mitte, kommt bis an die 39-Yard-Linie. Zweiter Versuch und 7. Nehmen wir den Inside Zone, aber diesmal über die linke Seite. Also ihr merkt, ich will wirklich hier das Laufspiel etablieren. Elliott wieder unser Running Back. Und da hat er ein First Down. Da war die Lücke da. An der 30-Yard-Linie haben die Cowboys ein neues First Down. Wir sind in Field Goal Range. Das ist doch sehr schick. So, jetzt nehmen wir den Texans Passspiel. Wir attackieren die Mitte. Mit Jarwin und mit Eddie George. Und los geht's. Da gehen wir auf Eddie George. Der hat den Ball. Und das ist ein neues First Down in der Red Zone der Rams. An der 18-Yard-Linie. Und das war schon der letzte Spielzug im ersten Quarter. Da haben wir viel, viel Zeit hier von der Uhr genommen. Jetzt brauchen wir nur noch Punkte. Das ist das Wichtige. So, wir gehen gleich rüber ins zweite Quarter. Dann nehmen wir den Lauf über die Außen, den Stretch. Schauen wir mal, über welche Seite wir gehen. Gehen wir über die rechte Seite. Elliott als Running Back. Hält den Ball fest, kommt bis an die 12-Yard-Linie. Sie kriegen Zeke Elliott nicht in den Griff. 2. und 4. Ja, noch haben wir keine Punkte. Also das ist bis jetzt alles schön gespielt, aber noch steht eine 0 auf dem Scoreboard. Eddie George läuft über die linke Seite. Keine Chance. Keine Chance. Da war der Linebacker, zog viel zu früh rein. Und dann hat der Wide Receiver auch nicht gut getackelt gegen den Cornerback. Dritter Versuch und 6. Wir nehmen nochmal wieder den Texas. Wir nähern uns schon dem 2-Minute-Warning. Also, wieder geht's über die Mitte, über Jarwin und über Eddie George.
Eddie George hat den Ball. Das ist ein neues First Down. First and Goal an der 6. Und wir sind schon beim Two-Minute-Warning angekommen. Also es laufen die letzten 2 Minuten der ersten Halbzeit. So, Halfback-Toss. Lauf über die Außen. Wir gehen über die rechte Seite mit Zeke Elliott. Eddie George als Vorblocker. Und das ist der Touchdown für die Cowboys. Perfekter Drive, den wir hier hingelegt haben. Viel Zeit von der Uhr genommen. Und am Ende einen Touchdown erzielt. Läuft. Der PET ist auch gut. Und wir führen mit 7:0 in Los Angeles bei den Rams. So, der Kickoff. So, jetzt muss meine Defense halten. Das wäre so wichtig. Da die Rams ja in der zweiten Halbzeit zuerst den Ball bekommen mit ihrer Offense, müssen wir jetzt hier wirklich dicht halten. Schauen wir mal, wer hier den Quarterback spielt, der Rams. Oh, die Number One. Nicht nur auf dem Trikot, sondern auch in der diesjährigen Draft. Kyler Murray von den Arizona Cardinals. Der Junge kann was. Aber das Tackling setze ich mal nicht auf aggressiv. Wir blitzen mit den Linebackern. Ich will nur mal probieren, ob wir überhaupt blitzen können. Ob wir uns gegen die O-Line der Rams durchsetzen können. Wenn nicht, gehe ich hier auf eine Pass-Coverage. Vollständiger Passball an der 35-Yard-Linie. Ich gehe in eine Cover 4 Quarters. Erster und 10 für die Rams. Vollständiger Pass. Ball an der 39-Yard-Linie. Gehen wir in eine Cover 3 Sky Defense hinein. Ich bleibe also in der Zone Coverage. Keine Chance. Kyler Murray hat alle Zeit der Welt dort hinten. Neuer Erster und 10. Ball ist schon an der 40-Yard-Linie. Die Rams sprinten hier übers Feld gerade. Kyler Murray 4 von 4. Ball an der 24-Yard-Linie. Also in Field Goal Range sind sie schon mal. Ohne, dass ich da irgendetwas dagegen hätte machen können. Ich gehe in eine Cover 4 Quarters. Erster und 10. Die letzte Minute in der ersten Halbzeit läuft jetzt gleich. Fast eine Interception durch Leighton Van Der Esch. Die erste Incompletion von Kyler Murray, die wir hier im Spiel gesehen haben. Er ist also doch verwundbar. Dann gehe ich in eine Cover 3 Cloud Defense hinein. Zweiter Versuch und 10. Kyler Murray läuft selbst und wird an der 23 zu Boden gebracht. Dritter Versuch und 9. Die Rams nehmen ihre erste Auszeit. Wir gehen in eine Cover 6, zeigen Murray aber eine Cover 4. Oh, was für ein Fehler meines Cornerbacks. Da springt er am Ball vorbei. Oh, das wäre es gewesen. First and Goal an der 3-Yard-Linie. Und jetzt sieht es natürlich schlecht aus. Die Rams haben gerade ihre zweite Auszeit genommen. 40 Sekunden haben wir noch zu spielen. First and Goal. Johnson geht in Motion. Touchdown Rams. Also ich spiele in den nächsten Drive keine Zone Coverage mehr. Der ist hier so da durchspaziert. Wir hatten die Chance zu stoppen. Da haben wir wirklich klassisch versagt und so steht es unentschieden. 7:7 die Rams. Gleichen innerhalb von einer Minute, glaube ich, gleichen sie das Spiel aus. Auf. Geht wieder bis in die Endzone. Sanders nimmt den Ball auf. Return geht bis an die 22-Yard-Linie. Jetzt haben wir noch 33 Sekunden und 3 Auszeiten zur Verfügung.
Die Frage ist, wie viel riskieren wir noch? Nehmen wir den Halfback Stretch, Lauf über die Außen. Gehen über die rechte Seite mit Siki Elliott. Ich laufe jetzt aus, um die Uhr anzuhalten. Ball ist an der 26-Yard-Linie. Zweiter Versuch und 6. So, ich bleibe bei den Läufen über die Außen, weil ich muss halt immer sehen, dass ich möglichst ins Aus laufe. Jetzt gehen wir aber über die rechte Seite. Elliott als Running Back. Wo ist Eddie George gewesen? Da kommt Lawrence Taylor ungeblockt ins Backfield der Cowboys und hat natürlich dann keine Probleme hier, den Sack zu machen. Ich nehme jetzt hier keine Auszeit. Eddie George ist der Running Back. Weil der Drops ist jetzt eh gelutscht. Die Rams nehmen eine Auszeit, 5 Sekunden vor dem Ende. Vierter Versuch und 9. Wir probieren einen langen Ball vor Vertikals. Ich darf nur nicht gesackt werden. Ansonsten kriegen wir die 5 Sekunden schon von der Uhr. Ich achte auf Amari Cooper, da kommt ein Blitz. Ball ist in der Luft. Überraschenderweise ist er intercepted, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Und damit endet die erste Halbzeit. 7:7 unentschieden. War Jason Gerd beim Friseur. So, dann gehen wir mal rüber in die zweite Hälfte. Und wir müssen, wie gesagt, mit einem Kick auf die zweite Halbzeit eröffnen. Tja, und jetzt haben wir die, in meinen Augen, fast unlösbare Aufgabe, die Rams hier zu stoppen. Kneel down, erster und 10 an der 25-Yard-Linie. Wir blitzen mit dem Undersmoke. Wie gesagt, Zone Coverage habe ich eben probiert, war eine Katastrophe. Erster und 10, wir blitzen an der 25-Yard-Linie für Kyler Murray. Und direkt eine Completion. Zweiter Versuch und 3. Pass gefangen von T.Y. Hilton von den Indianapolis Colts. Wir blitzen mit dem Overstorm Brave. Ja, die sind einfach unstoppbar. Also ich kann hier nur auf einen Turnover hoffen. Kaum sag ich's, springt Waltz am höchsten, pickt den Ball herunter. First down Cowboys an der 26-Yard-Linie. So, und damit ändert sich natürlich hier die Konstellation komplett. Jetzt nochmal wieder so ein langer Drive. Am Ende Punkte. Dann haben wir vielleicht sogar eine Chance. Laufspiel Elliott durch die Mitte. Von links kommt ein Blitz. Wir gehen über die rechte Seite. Kommst an keinem Spieler vorbei hier. Kein Raumgewinn, zweiter und 10. Aber so leicht ist es halt auch nicht, gegen dieses Team hier nach vorne zu kommen. Play Action Fake Quick. Wir schicken Terrell Owens gleich in Motion. Auf den versuche ich mich auch zu konzentrieren, falls der nicht gedeckt sein sollte. Los geht's. Da ist er frei, hat den Ball, kann ihn festhalten, aber das war kein großer Raumgewinn. Dritter und 7. Boah, ein Dritter und 7 gegen dieses Team. Das ist nicht schön. Ich muss den Tight End Attack nehmen. Ich habe hier nichts Anständiges bei. Wir achten auf die beiden Wideouts. In der Mitte meine Tight Ends. Und versuchen vielleicht sogar selbst noch zu laufen. Genau das machen wir. Und da kommt noch ein Tackle von der Seite. Vierter Versuch und 4 von der eigenen 32-Yard-Linie. Ich muss punten. Den kann ich gegen das Team, traue ich mich nicht, das auszuspielen. Der Return gibt es an die 25-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für die Rams. So, jetzt riskiere ich. Ich blitze mit beiden Safeties. Also ich ziehe Woods und Earl Thomas nach vorne. Jetzt versuchen wir mal richtig Druck auf Kyler Murray aufzubauen. Und da ist der Sack. Earl Thomas kommt durch. Zweiter Versuch und 17.
Und der nächste Sack. Jalen Smith kommt durch. Dritter Versuch und 24. Oh, Freunde, jetzt müssen wir die Rams stoppen. Ball ist an der eigenen 10-Yard-Linie. Vollständiger Pass, aber meilenweit von einem First Down entfernt. Die Rams müssen punten von der eigenen 21-Yard-Linie. Oh, der war gut. An der 16-Yard-Linie muss Sanders den Return erst starten. Ist immer noch auf den Beinen. Und kommt bis an die 32-Yard-Linie. Damit endet das dritte Quarter punktlos. Es geht in Schlussviertel. Wir haben einen 1. und 10 an der 32-Yard-Linie der Los Angeles Rams. So, wir setzen es aufs Laufspiel. Zeke Elliott über die linke Seite. Hat eine Lücke und kommt bis an die 37-Yard-Linie. Schöner Run von Elliott. Und 5. So, Laufspiel durch die Mitte. Inside Zone. Wieder ist Elliott unser Running Back. Ich musste es einfach durch die Mitte probieren, weil die Lücke links war direkt zu. Und die Rams zwingen mich schon wieder in einen dritten Versuch und 4. Wir nehmen die 4 Verticals, damit ich hier mit Prescott mir die Option freihalte, selbst zu laufen. Wir attackieren die Mitte mit Jarwin und mit Keyshawn Johnson. Und Prescott läuft selbst. Da haben wir das First Down, Upsliden, First Down an der 46-Yard-Linie. Dürfte das letzte Play gewesen sein vor dem 2-Minute-Warning. Die Sekunden tickern hier runter. Erster Versuch und 10 Cowboys an der 46-Yard-Linie. So, Lauf durch die Mitte, Halfback Dive. Es geht über Zeke Elliott. Der wühlt sich da irgendwie nach vorne, kommt bis an die 49-Yard-Linie. Wir sind noch 1 Yard von der Mittellinie entfernt. Ich wähle wieder die 4 Verticals. Achte wieder auf meine beiden Wideouts, Cooper und Terrell Owens. In der Mitte wieder der Tight End Jarwin. Und Prescott läuft wieder selbst. Wieder sliden wir ab. Wir sind an der 41-Yard-Linie. Wir nähern uns langsam der Field Goal Range. 1. und 10. Passspiel durch die Mitte. Wir attackieren die Mitte jetzt mit Jarwin und mit Eddie George. Auf den Tight End und er kann den Ball nicht fangen. Stark verteidigt. Nehmen wir den Drive. Through Corner, das heißt, Terrell Owens kommt von der rechten Seite. Ich achte auf meine beiden Tight Ends. Und los geht's. Terrell Owens hat den Ball. Kommt bis an die 38-Yard-Linie. Oh, das wird. Das ist eine so enge Kiste, die wir hier jetzt haben. 3. und 7. Ball an der 38-Yard-Linie. Das wäre ein Murder-Field-Goal. Wenn wir das von da probieren würden. Wir laufen mit Eddie George über die linke. Über die linke Seite. Du kommst in keinen Spin-Move rein gegen dieses Team. 4. und 7. Ball an der 38-Yard-Linie. Ein 55-Yard-Field-Goal. Oh, der ist vorbei. Die Länge hätte sogar gepasst. Ja, ich glaube, das war der entscheidende Moment hier im Spiel. Denn jetzt haben die Rams den Ball an der eigenen 45-Yard-Linie. Ich hätte es, glaube ich, besser ausgespielt. 1. und 10. Das ist ein Sack. Wir sehen einen 2. und 15. Und das ist ein weiterer Sack. Ball ist an der 30-Yard-Linie. Was ist denn mit der Offense der Rams los? Die haben auf einmal das Footballspiel verlernt. So, wir nehmen den Free Fire. 3. und 24. Von der eigenen 30-Yard-Linie. Here we go.
Ich nehme meine erste Auszeit. 4. und 26. Die Rams müssen an der 29-Yard-Linie panten. Also was ist das für ein Spiel hier? Beide Offense-Teams in der zweiten Halbzeit komplett von der Rolle. Desaströser Football. An der 15-Yard-Linie der Return von Sanders. Oh, der kommt nur bis an die 25-Yard. Wir haben noch 13 Sekunden auf der Uhr. Probieren es mit einem Pass mit dem Texas. Also attackieren wieder die Mitte mit Jarwin und mit Eddie George. Incomplete Pass. Mein Gott, ich hatte gerade Angst, das wäre ein Fumble gewesen. So, wir haben noch 9 Sekunden auf der Uhr. Halfback Toss. Lauf Elliott über die linke Seite. Schöner Versuch, kommt bis an die 32-Yard-Linie. Noch 4 Sekunden auf die Uhr. Eine Hail Mary, Leute. Wir nehmen die 4 Verticals. Also probieren tun wir es. Wir achten auf die beiden Wideouts. Schauen wir, was die Safeties da hinten so treiben. Und los geht's. Tiefer Ball. Und der war zu weit geworfen. Wir gehen in die Overtime und das gegen die Los Angeles Rams. Frage wird sein, welches von den Teams wird zuerst in der Offense versagen. Die Rams haben zumindest jetzt die Chance, das Spiel für sich zu entscheiden, denn sie haben den Kickoff gewonnen. Das heißt, sie bekommen zuerst den Ball. Wenn sie einen Touchdown erzielen, ist das Spiel vorbei, ohne dass wir irgendetwas machen können. Ansonsten gelingt ihnen das nicht, kommen wir nochmal im Ballbesitz und dann können wir das Spiel entsprechend für uns entscheiden. Ball ist unterwegs. Geht bis in die Endzone der Rams. Kneel down. 1. und 10 an der 25-Yard-Linie für Los Angeles. So, wir blitzen mit dem Free Fire. 1. und 10 an der 25. Erster Spielzug der Overtime. Come on, let's go. Laufversuch. Terrell Davis kommt nicht nach vorne. Zweiter Versuch und 9. Den Linebackern. 2. und 9. Lauf über Terrell Davis und der hat starkes Tackling von Leighton Van Der Esch. Aber 3. und 4. Und 3. und 4 ist natürlich ein schaffbarer Versuch. Kurzer, schneller Pass, den kannst du kaum verteidigen. Wir blitzen mit dem Overstorm Brave. 3. und 4, Ball an der 31-Yard-Linie. Vollständiger Pass, neues First Down für LA an der 40-Yard-Linie. Kommen sie jetzt wieder in den Rhythmus. Wir blitzen mit dem Under Smoke, neuer erster Versuch und 10. Jetzt ist die O-Line der Rams wieder deutlich dominanter als in der gesamten zweiten Halbzeit. Terrell Davis kommt bis an die 43-Yard-Linie, zweiter Versuch und 7. Man merkt hier aber, die Rams spielen jetzt sehr konservativen Football. Wir ziehen die beiden Safeties nach vorne, Earl Thomas und Xavier Woods, blitzen also jetzt mit vollem Risiko. Der ist incomplete. Starkes Play auch hier wieder von Leighton Van Der Esch. Ein 3. und 7 ist schon nicht so easy. Wir blitzen mit den Linebackern. Wichtiger Versuch jetzt für die Rams. Das ist ein Screen-Versuch und der geht komplett in die Hose. Die Rams müssen punten. Der geht bis in die Endzone, also erster Versuch und 10 an der 20-Yard-Linie. Die Rams haben also nicht punkten können. Heißt, wenn wir jetzt einen Field Goal schaffen, haben wir dieses Spiel gewonnen. Halfback Stretch, Lauf über die Außen.
Lieber die linke Seite mit Zeke Elliott. Ich komme nicht in einen Spin-Move hinein. Ja, jetzt muss ich eine Auszeit nehmen, weil ich leider dummerweise zu schnell gedrückt habe. Jetzt hätte ich den Ball gespiked. Das wäre natürlich fatal gewesen. Also, wir nehmen unsere erste Auszeit. Freunde, was gibt ihr mir denn hier für Spielzüge? Halfback Lead Dive durch die Mitte. Elliott kommt 3 Yards nach vorne, aber es ist natürlich jetzt ebenfalls ein viel zu langer dritter Versuch. 3. und 7. Wir achten links außen auf Terrell Owens, gucken, was der Safety macht. Ansonsten attackieren wir die Mitte mit Jarwin und mit Zeke Elliott. Wir gehen auf Zeke Elliott und der... Das ist nicht wahr. Tja, und wir wollen einfach nicht eine reelle Siegchance haben. Das wird eine sehr gute Feldposition geben für die Rams. Eine richtig gute. Ein Murder Return an der 40-Yard-Linie kommt Kyler Murray schon wieder aufs Feld. Die Rams gewinnen hier ganz klar das Battle um die Feldposition. 1. und 10 an der 40-Yard-Linie. Incomplete Pass, stark verteidigt. Earl Thomas war direkt am Receiver dran. 2. Versuch und 10. Oh, das war ein Complete Pass, aber der hat mal gar nichts gebracht. 3. und 13. Die Rams nehmen ihre erste Auszeit. Wir blitzen mit den Linebackern. 3. und 13. Ball liegt an der 37-Yard-Linie. Was machen die Rams daraus? Fan der Esch. Das ist ein neues First Down. Unglaublich. Erster und 10 an der 43-Yard-Linie. Jetzt sind die Rams schon so gut wie in Field-Goal-Range. Und jetzt sind sie in der Field-Goal-Range. Das Spiel geht seinem Ende zu. Ball an der 22-Yard-Linie und die Rams riskieren gar nichts mehr, schicken direkt ihre Field-Goal-Unit aufs Feld, um das Spiel hier zu gewinnen. Und das Spiel ist aus. 10 zu 7 in Overtime gewinnen die Rams. Ich hatte meine Chancen, aber ich habe sie leichtfertig alle verspielt. Die erste Niederlage in dieser Woche gegen Los Angeles 10 zu 7. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.